Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch das Programm MSI Afterburner vorstellen. Und zwar mit diesem Ding hier können wir Let's Plays aufnehmen, ohne irgendwelche Wasserzeichen und ohne irgendwelche Qualitätseinbußen und ohne irgendwelche Aufnahmebeschränkungen. Und das ist, soweit ich weiß, das einzige Programm, womit das geht. Also wenn man sich irgendwie Fraps runterlädt oder sowas, dann hat man ja immer eine 10-Minuten-Beschränkung. Und bei vielen Programmen auch irgendwie so eine Einblendung in der Ecke. Es sei denn, man kauft irgendeine Pro-Version, wo das dann wegfällt. Aber dieses Programm ist, glaube ich, soweit ich weiß, das einzige, womit das ohne alles geht. Nur mit diesem Programm muss man ein paar kleine Dinge beachten und darauf werde ich euch jetzt einfach hinweisen. Aber zuerst nochmal der Hinweis, lasst unbedingt die Finger von dem restlichen Kram, den ich euch jetzt nicht explizit zeige. Weil mit diesem Programm könnt ihr auch an eurer Grafikkarte rumspielen und wer sich da nicht auskennt, kann da leicht was kaputt machen. Also ich halte auch die Finger fern von. Genau, okay. Dann schauen wir als erstes mal in die Einstellung rein. Der Teil hier ist alles relativ uninteressant. Was für uns interessant ist, ist Videoaufnahme. Genau, wenn wir ein Video aufnehmen wollen, dann müssen wir hier eine Schnelltaste drücken. Und die können wir einfach festlegen, einfach reinklicken und irgendeine Taste drücken. Ich habe jetzt einfach mal L genommen, weil ich habe es mit anderen Tasten probiert, wie SZ oder Plus, und da ging das irgendwie nicht, da hatte ich Probleme. Also ich nehme da am besten eine ganz normale Taste, die einfach von dem Spiel nicht genutzt wird. Dann Videoformat. Empfehlen kann ich da euch kein Format, ich nehme halt dieses hier. Auf jeden Fall nicht unkomprimiert, weil dann wird das Gigabyte groß, die Dateien. Die werden sowieso schon ziemlich groß. 85% Qualität ist eigentlich ganz gut, weil 100% Qualität ist zwar schön, aber für jedes Prozent, was man da an Qualität mehr hat, steigt der Speicherplatz ungemein an. Genau, Bildgröße. Wenn ihr einen Full-HD-Monitor habt, dann solltet ihr 16:980p nehmen. Das habe ich aber nicht, deswegen bleibe ich bei 720p. Auf jeden Fall ist, dass ihr bei 16:9 bleibt. Sonst bekommt ihr da bei YouTube schwarze Ränder und das wollen wir ja nicht. Genau, ansonsten hier Framerate. Das ist einfach, wie viele Bilder pro Sekunde aufgenommen werden sollen. 30 Frames per Second ist gut, weil YouTube hat auch nur 30 Frames per Second. Die meisten Spiele haben zwar 60, aber warum solltest du mehr Frames aufnehmen, als du bei YouTube zeigen kannst? Genau, Framerate-Grenze, was ist das? Manche Spiele, die haben das nicht, dass die Framerate so hoch, so viele Bilder pro Sekunde werden berechnet, wie der Computer maximal mit seiner Leistung hergibt. Und da bleibt für das Aufnahmeprogramm sehr wenig Leistung über. Deswegen kann man die Framerate, wenn man will, hier auf 30 Frames per Second limitieren. Genau, Videoordner. Wo soll die Datei hingespeichert werden, wenn sie fertig ist? Bei mir auf dem Desktop. Genau, der Teil hier, der ist relativ uninteressant. Und ja, dann haben wir noch Audioaufnahme. Da hat man zwei Quellen. Wenn ihr es auf automatische Auswahl lasst, dann werden die Systemsounds aufgenommen, die aus den Lautsprechern rauskommen. Ansonsten könnt ihr auch ein Mikro einstellen, das habe ich jetzt hier gemacht. Und ja, so viel ist es zu den Einstellungen. Und ich sage direkt voraus, es ist nicht sehr leicht, ein Programm mit diesem MSI Afterburner aufzunehmen. Das ist ziemliche Fummelei. Aber dafür ist es kostenlos. Ja, okay. Dann ist jetzt soweit alles bereit. Und ich starte mal das Spiel, was ich aufnehmen will. Wir nehmen einfach Super Tux auf. Das eignet sich ganz gut. Und wir stellen fest, dass noch nichts passiert, dass sich nichts tut. Und deswegen, ich mach mal eben den Ton aus. Dann schauen wir mal hier rein. Auf dieses i klicken wir. Und dann sehen wir, welches Programm er zur Aufnahme erkennt. Und das ist bei mir jetzt Cam Recorder Exe. Und zwar das ist das Programm, mit dem ich gerade dieses Video aufnehme, von Camtasia Studio. Und ja, jetzt hat er das falsche Programm erkannt. Und das ist schlecht. Was er erkennen müsste, ist irgendwas mit Super Tux Exe.
Aber wir sind dem da nicht. Wir können da Einfluss drauf nehmen. Und zwar, wenn man einmal hier unten klickt und dann auf dieses MSI Onscreen-Ding. Dort ist eine Liste von allen Programmen, die ihr so erkennen kann. Beziehungsweise da können wir Einstellungen für festlegen. Und jetzt suchen wir uns einmal diese Cam Recorder Exe. Und zwar irgendwo auf der Festplatte liegt die. Also da muss ich auch ein bisschen raten, ein bisschen suchen. Also C-Programme. Also ich weiß, dass es von Camtasia Studio ist. Hier ist es nicht drin, vielleicht hier. Cam Studio, nee, wir wollen Camtasia Studio. Sonst, um das einfacher zu machen, suche ich hier einfach mal nach Camtasia Recorder. Rechtsklick, Dateipfad öffnen. Ah ja, hier ist jetzt noch eine Verknüpfung, da mache ich einfach nochmal einen Dateipfad öffnen. Theoretisch. Ja, will er nicht anbieten, deswegen gucken wir einfach hier nach. Ich kopiere mal einfach hier diesen Pfad ohne Anführungszeichen. Und dann weiß ich, wo diese Cam Recorder Exe liegt. In welchem Ordner. Und bitte, da haben wir sie schon gefunden. Man muss halt eine Idee haben, welches Programm das ist, was er da erkannt hat. Naja, TechSmith heißt der Ordner. Camtasia Studio. Und da ist auch unser Cam Recorder Exe. Und da sagen wir None. Das heißt, er soll das einfach nicht erkennen. Machen wir das mal wieder klein. Gucken mal, was er hier anbietet. Jetzt starte ich das Programm am besten nochmal neu. Auch das Spiel. Genau, erkennt er schon was? Nee, er erkennt nichts. Das ist gut, obwohl ich immer noch aufnehme. Und dieses Cam Recorder Exe noch läuft. Dann starten wir mal wieder Super Tux. Und ich habe das noch nicht probiert, dann hoffen wir einfach mal, dass er jetzt den Super Tux erkennt. Jo, Super Tux Exe. Jetzt ist alles super. Und jetzt gehe ich mal hier in das Spiel rein. Mach einfach Start Game, irgendwie irgendwas. Genau, jetzt drücke ich einfach L. Und da wird bei mir schon oben rechts irgendwas angezeigt. Das müsste eigentlich die Framerate sein. Bei mir ist es irgendwas anderes. Keine Ahnung. Und jetzt kann ich hier einfach mein Let's Play machen. Naja, es soll auch reichen. Jetzt drücke ich nochmal L. Und jetzt gucke ich mal auf den Desktop und da ist direkt die Videodatei gelandet. Ich kann die bei euch einfach mal reinschneiden. So, ich habe mir die Aufnahme jetzt auch mal angeschaut und es sind einige Dinge zu sehen. Erstmal, die Bildqualität ist nicht sonderlich gut auf dieser Aufnahme. Das liegt daran, dass wir einfach eine sehr geringe Auflösung haben und viel zu wenig Pixel für Vollbildvideo. Weil hier waren ja in diesem kleinen Fenster sind ja nur praktisch sehr wenig Pixel drin. Und hätte ich jetzt das Spiel im Vollbild aufgenommen, dann hätten wir gleich eine viel höhere Auflösung. Das Problem wäre Geschichte. Ein zweites Problem ist, dass das Bild gestreckt wurde. Also es hat nicht richtig gepasst. Das liegt daran, dass wir hier eingestellt haben, wir wollen in 16 zu 9 aufnehmen. Aber hier, das Fenster ist in 4 zu 3. Das lässt sich aber auch leicht lösen, indem man den Optionen einfach eine Auflösung einstellt, die 16 zu 9 ist. Und dann kann man einfach Vollbild machen und aufnehmen und dann hat man alles, was man auf dem Bildschirm hat, später auch auf der Aufnahme. Und das ist ja das, was zählt. Genau, dann will ich jetzt noch ein paar Sachen zu Minecraft sagen. Um Minecraft aufzunehmen, muss man auf minecraft.net gehen.
und dann auf Download klicken und Show All Platforms. Und dort finden wir dann eine Minecraft.jar. Diese Datei müsst ihr dann herunterladen und auf den Desktop legen. Das habe ich jetzt hier schon gemacht. Und dann müsst ihr dann später das Spiel über diese Datei starten. Genau, Settings, in den, nee, gar nicht Settings. Dann müsst ihr nochmal dieses Ding hier starten. Und dort müsst ihr dann Java hinzufügen. Also plus C, Programme, Java, den Krempel hier und dann die Datei, die wir brauchen, ist java.w.exe. Die müsst ihr hinzufügen, hier auf Öffnen klicken, dann landet die hier in der Liste. Das habe ich aber schon gemacht, müssen wir nur mal kurz finden. Da ist java.w.exe. Und dann könnt ihr einfach diese Einstellung hier übernehmen. Also auf Hide, on Vektor 2, on Viewport. Genau. So müsst ihr das dann halt machen. Das ist ein bisschen komplizierter und ich sage euch auch schon im Voraus, das ist ungemein kompliziert, irgendwie sowas wie Minecraft mit diesem Programm ins Laufen zu bringen. Also das braucht echt zäh Geduld. Aber ist möglich. Gut, dann wär's das für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und konnte vor allem etwas Klarheit schaffen, wie mit diesem Programm umzugehen ist. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich wieder im nächsten Video. Bis dahin, tschüss.